Dieses Texture Pack heißt Dusty Craft. Das ist ein 32x32 Texture Pack und ist, ja, es ist an vielen Stellen sehr verwechslungsmöglich sozusagen. Zum Beispiel hier die Holzarten, die unterscheiden sich hier nur durch die Richtung der Planken, nicht durch die Farbe. Es ist aber ansonsten, finde ich es ganz cool so. Ja, ich weiß nicht genau, was ich daran jetzt gut finde. Kann ich gar nicht sagen, aber ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Es ist hier zum Beispiel mal eine neue Idee dazu gekommen, nämlich mal das TNT oben offen zu machen. Also offen darzustellen, ist natürlich nicht gleich offen. Und einfach so ein paar Dynamitstangen reinzutun. Und es ist auch hier mal daran gedacht worden, vielleicht mal Rost hier zu zeigen. Das ist nicht nur hier. Hier auch sieht man. Ups, einsteigen würde ich jetzt nicht. Sieht man überall Rost. Die Lava ist deutlich heller als in anderen und hat hier überhaupt keine Bewegung drin. Und, doch, der Schnitt sieht auch nicht aus. Das sah gerade von hier nicht so aus. Dafür bewegt sich das Wasser, wenn es sich bewegt, also nicht still steht wie da, sondern bewegt sich sehr schnell. Ich finde auch ein bisschen zu schnell. Ja. Gut, das war's zu diesem Texture Pack. Wo ist die Sonne? Die zeige ich ja meistens auch noch. Die ist hier nämlich nicht so stufenartig, das finde ich gut. Soweit. Hier sieht man nochmal, weil wir hier in der Wüste sind, ein bisschen mehr den Sand und der sieht doch ein bisschen anders aus als bei den meisten anderen Texture Packs. Sieht hier so wellenartig schon aus. Gut, und damit erstmal wieder bis zum nächsten Texture Pack.